Sachsen-Anhalt verbietet an Schulen die Verwendung von Gender-Sternchen und ähnlichen Schreibweisen. Diese Art der Grammatik sei im gesamten Schulkosmos untersagt, sagte Bildungsministerin Feustner der Mitteldeutschen Zeitung. Es gelte sowohl für den Unterricht als auch für den offiziellen Schriftverkehr. Das Verbot beziehe sich auf Grammatik-Sonderzeichen für Worte, die das bewusste Ansprechen aller Geschlechter zum Ziel habe. Neben dem Gender-Sternchen also auch Konstruktionen mit Doppelpunkt und Unterstrich. Das Ministerium begründet die Entscheidung mit dem jüngsten Beschluss des Rates für deutsche Rechtschreibung. Dieser hatte festgehalten, dass die grammatischen Sonderformen nicht dem aktuellen amtlichen Regelwerk entsprechen.